Folge 36 ist bislang die schwierigste Folge. Das ist schon das fünfte Mal, dass ich versuche, dieses Video aufzunehmen. Hoffe, diesmal klappt's. Ich richte mich an Lehrerinnen und Lehrer, die nicht wissen, was Teams ist, aber immer wieder davon hören und denken, ja, was macht man eigentlich genau mit Teams? Das stelle ich jetzt hier vor. Alle, die schon mit Teams arbeiten, werden hier wahrscheinlich nicht viel mitnehmen. Vielleicht Erklärungen, wie man anderen erklären kann, was Teams ist. Ich beginne mit einer Wolke. Warum? Weil ich zuerst sagen muss, was die Cloud ist. Wenn ich mit einem Laptop arbeite oder einem Smartphone, dann haben die einen physischen Speicher. Das heißt, ich kann Dateien auf ihren Harddisk so abspeichern, dass die immer dort, wo der Laptop und das iPhone sind, ich diese Dateien auch aufrufen kann. Ich kann diesen Speichern mit Speicherkarten vielleicht erweitern, den physischen Speicher. Und die Cloud ist jetzt ein nicht physischer Speicher, deshalb auch so etwas Luftiges. Was heißt nicht physisch? Es ist für mich, fühlt es sich an, als wäre es kein physischer Speicher. Was in der Cloud gespeichert ist, nimmt keinen Speicherplatz weg auf meinem Gerät. Aber tatsächlich ist es schon irgendwo physisch gespeichert, einfach auf einem Server, auf den ich übers Netz zugreife. Das heißt, ich kann Dateien und Programme irgendwo extern speichern und mit irgendwo meine ich, ich weiß gar nicht genau, wo das ist. Und ich kann über einen Link darauf zugreifen, egal wo ich bin, egal mit welchem Gerät. Und das ist natürlich ungeheuer praktisch, wenn ich mehrere Arbeitsorte habe, wenn ich von unterwegs arbeite, dass diese Dateien dann irgendwie immer überall sind, wo ich bin, genauso wie Wolken irgendwie immer überall sind, natürlich. Das ist also eine Cloud. Dateien und Programme sind so gespeichert, dass ich übers Netz darauf zugreifen kann. Teams ist jetzt eine Möglichkeit, um eine bestimmte Cloud zu bearbeiten, darauf zuzugreifen. Diese Cloud ist Microsoft 365, hieß früher Office 365. Das heißt, all das, was zu Office dazugehört, Word, Excel, PowerPoint, erstellt Dateien, die in dieser Cloud gespeichert sind. Wenn ich in der aktuellen Version von Word eine Datei geöffnet habe, dann kann ich auf Teilen drücken, dann entsteht ein Link oder ich kann die Datei an eine Person schicken, die auch ein Konto bei Microsoft hat und die können an derselben Datei, an der ich arbeite, auch weiterarbeiten. Und das erübrigt natürlich das Hin- und Herschicken von verschiedenen Versionen von Dateien, weil man mit einem Link immer auf die aktuellste Version zugreifen kann. So, und jetzt ist Teams eine an Social Media orientierte Form, diese Dateien zu bearbeiten. Das heißt, Teams fühlt sich als Programm, es ist ein Programm, das ich auf meinem Rechner oder auf dem Handy installiere, auf das ich auch über den Browser zugreifen kann. Es ist eine Art wie ein Chat oder ein Social Media Programm, Instagram, so fühlt es sich an und auf diese Art und Weise kann ich auf diese Cloud zugreifen. Wie das genau aussieht, zeige ich euch gleich. Ich führe zuerst vor, was ein Team ist. Teams, der Name sagt, es gibt eigentlich so Arbeitsgruppen. Diese Arbeitsgruppen können ein Kurs sein. Also ich habe Deutsch W4E, ich bin der Lehrer, da sind Schülerinnen und Schüler und zusammen bilden wir einen Kurs, der heißt dann Deutsch W4E. Das ist so das Naheliegendste. Und an Schulen gibt es natürlich ganz unterschiedliche Kurse, auch klassenübergreifende. Und für all diese Kurse kann ich in Teams ein Team anlegen. Also ich kann ganz viele Teams erstellen. Schulen haben dann eine fast unüberschaubare Menge an Teams, aber jede Person ist natürlich immer in den Teams drin, in denen sie auch mitarbeitet. Das zweite Team, das ihr hier seht, zweites von links, wäre dann eine Community von Lehrerinnen und Lehrern. Also wenn wir eine Arbeitsgruppe bilden, beispielsweise eine Fortbildungsveranstaltung vorbereiten an der Schule, gründen wir ein Teams, dort laden wir alle Dateien hoch. Besprechen miteinander, was zu besprechen ist. Also damit ersetzen wir alle Arten von E-Mail-Kommunikation. Das ist vielleicht die einfachste Vorstellung. Es gibt einen Ort, wo alles ist, alle Gespräche sind, alle Dateien sind, alles Feedback erfolgt. Und dieser Ort ist dann Teams, weil das die digitale Repräsentation unserer Zusammenarbeit ist. Ich überspringe die anderen beiden Möglichkeiten. Das heißt, der Zugriff auf die Microsoft Cloud ist über Teams sozial strukturiert. Also über eine Gruppe von Menschen, die zusammenarbeiten. Jetzt gibt es die Rolle der Lehrerinnen. Ich habe mich da gleich ins Bild platziert, weil da gehöre ich auch dazu. Und die Rolle der Schülerin, die gibt es in diesem Kursteams. In anderen Teams gibt es das nicht mehr. Also wenn ich
diese zweite Form der Zusammenarbeit wähle, hier Professional Learning Community, dann gibt es keine Hierarchien, dann haben alle gleiche Rechte. Aber wenn ich einen Kurs wähle, dann haben wir unterschiedliche Rechte und das ist auch gut so, weil hier seht ihr, wie es dann aussieht und ich zeige zuerst auf der linken Seite gibt es verschiedene Kanäle, heißt das. Das heißt, ich kann das Teams in verschiedene thematische Diskussionen unterteilen. Also ich kann eine Art Ordner machen für alles, was mit Faust 1 zu tun hat, wie ihr jetzt auf der linken Seite sieht, und für alles, was mit Matura Deutsch zu tun hat, gibt es einen zweiten Ordner. Und dann habe ich oben Beiträge, Dateien, Kursnotizbuch, Aufgaben, Noten und weitere Möglichkeiten, wie ich dann diese Themen bearbeiten kann. Beiträge, das erste ist eine Art WhatsApp-Chat, also es hat nichts mit WhatsApp zu tun, aber das System ist dasselbe, es ist einfach ein Chat, den ich dann auf dem Mobiltelefon benutzen kann. In diesem Chat kann ich Unterricht vorbereiten, ich kann zum Beispiel die Hausaufgaben nochmal erwähnen und sagen, machen Sie bitte das bis nächste Woche. Ich kann Unterricht nachbereiten, wenn ich zum Beispiel einen Link erwähnt habe, dann poste ich den in Teams, die Schülerinnen und Schüler können darauf zugreifen. Ich kann Dateien hochladen, die auf Teams dann gespeichert sind, auf die das ganze Team zugreifen kann. Ich kann ein Kursnotizbuch machen, das mache ich mit OneNote. Das ist ein Skript, in dem ich meine Notizen, also ich kann das im Unterricht direkt bearbeiten und die Schülerinnen und Schüler können das auch bearbeiten, aber so, dass nur ihre Version mit Notizen bekritzelt wird und nicht die von allen. Also es ist recht klug gemacht, aber ich werde jetzt nicht weiter auf OneNote eingehen. Ich benutze OneNote auch nicht regelmäßig. Ihr könnt Aufgaben zuweisen und da spielt jetzt diese Rollenverteilung eine Rolle, nämlich nur ich als Lehrer kann Aufgaben zuweisen, das können die Schülerinnen und Schüler nicht. Und wenn sie dann diese Aufgaben einreichen, dann sehe ich alle Aufgaben, aber sie sehen nur ihre Aufgaben und sie sehen auch nur das Feedback auf ihre Aufgaben. Also ich kann auch direkt Feedback geben. Ich habe auch schon mal gezeigt, dass man sehr clevere Kriterienkataloge in Teams auch direkt erstellen kann. Also da gibt es ganz differenzierte Möglichkeiten, auch Arbeiten zu befeedbacken. Die sind sehr effizient, weil ich habe eine Liste, in der ich dann von allen Schülerinnen und Schülern sehe, ob sie den Auftrag erledigt haben, wann sie ihn erledigt haben. Und ich kann ihnen auch gleich Rückmeldungen geben. So habe ich eine gute Übersicht. Noten erfasse ich nicht, wäre aber theoretisch möglich, wenn das rechtlich zugelassen ist, das mit Teams zu machen. Und ich kann ganz viele mit Plus, kann ich jeden Webdienst, den es gibt, also jede Art von Zusammenarbeit, die ich mit den Schülerinnen und Schülern habe, kann ich oben in einen neuen Reiter einfügen. Also ich kann, wenn ich Kahoot mache, kann ich Kahoot einfügen. Wenn ich eine Webseite aufbrauche, kann ich einen direkten Link auf diese Webseite dort einfügen. Das ist ganz einfach alles möglich. Wie verliere ich die Orientierung nicht? Was erlaubt mir das? Ich habe auf der linken Seite diese roten Kreise, wie ihr die von Social Media Tools kennt. Das zeigt mir eigentlich an, wo ist was passiert, wo müsste ich kurz reinschauen. Diese Teams sind auch dann fettgedruckt, wenn eine neue Aktivität erfolgt ist. Und so kann ich leicht den Überblick behalten. Ihr seht dann links auch, ich kann direkt auf meine Aufgaben zugreifen, die ich noch erledigen muss. Ich kann einen ganzen Schulkalender auch in Teams abbilden, der dann auch zu einem persönlichen Kalender wird. Und ich kann in Teams Menschen direkt anrufen. Und das ist sehr wichtig, weil ich brauche so keine Handynummern von Schülerinnen und Schülern. Ich habe einfach ihr Schulkonto, das in Teams drin ist. Und ich kann sie anrufen. Das heißt, ich kann einen Videoanruf mit ihnen machen, auch mit einer ganzen Klasse. Also Teams hat diese Videotelefon-Funktionalität komplett drin. Ich kann aber auch einen regulären Sprachanruf machen und sie anrufen. Das klingelt dann auf dem Handy, als wäre es ein normaler Anruf. Aber es ist tatsächlich ein Anruf über Teams. Und ich kann hier auf meine Dateien zugreifen. Also es ist, wenn man sich ein bisschen daran gewöhnt hat, ist es recht einfach, die Übersicht zu behalten. Man kann auf mehrere Teams zugreifen. Es ist sehr einfach, wenn man mit derselben E-Mail-Adresse bei mehreren Teams registriert ist, dann habe ich oben einfach die Möglichkeit, das Teams zu wechseln, in dem ich drin bin. Es ist etwas komplizierter, wenn ich mit mehreren Adressen in verschiedenen Teams drin bin, dann muss ich mich teilweise ausloggen und wieder einloggen. Aber Microsoft arbeitet im Moment daran, das einfacher zu machen. Das sollte bald kommen, dass ich auch in einer Installation von Teams auf ganz unterschiedliche Organisationen, in denen ich arbeite, zugreifen kann.
Wenn ihr jetzt denkt, ah ja, das klingt alles ganz interessant, das möchte ich auch machen, dann würde ich davon etwas abraten, wenn ihr diese ersten beiden Schritte nicht professionell erledigen könnt. Also es braucht zunächst Verträge mit Microsoft, vielleicht auch noch Verträge mit dem Schulträger und so weiter. Und es müssen alle Konten für Schülerinnen und Lehrerinnen angelegt werden in Teams. Und das ist gerade bei großen Schulen etwas, was ich nicht manuell machen würde, sondern da braucht es Menschen, die diese Daten gut mit diesen Daten und Listen umgehen können und das so mit ein paar Knopfdrücken erstellen können und nicht für jede Schülerin, jeden Schüler ein Konto anlegen müssen. Also das, da würde ich jetzt abraten, das jetzt einfach so schnell, schnell privat zu machen oder nebenher. Dann, wenn man das erledigt hat und das eingerichtet ist, dann denke ich, braucht es zunächst ein bisschen Vorbildung für die Lehrkräfte, damit sie sich auch trauen. Und dann ist ein guter erster Schritt, wenn es für die interne Kommunikation verbindlich genutzt wird. Also mein Tipp an alle Schulen ist, kommt von E-Mail weg. Also alles, was ihr bisher mit E-Mail gemacht habt, macht das nur noch mit Teams. Da sind wenige Schulen schon so weit, dass sie das können. Aber wenn man das den Kolleginnen und Kollegen zumutet, dann beginnen sie auch Teams zu benutzen. Und solange man immer nur von Teams redet, dann werden die, die es nicht anwerfen wollen, werden es nicht anwerfen. Außer Klammerbemerkung jetzt wie im Digi-Fernunterricht. Da gibt es viele Schulen, die halt nur noch über Teams kommunizieren. Ich bin 6 Stunden am Tag in Teams und arbeite mit meinen Klassen eigentlich nur noch da. Das ist wie ein virtuelles Schulhaus geworden, dieses Teams. Und es gibt auch schon Gruppen von Schülerinnen und Schülern, die sich in Memes darüber lustig machen, wie viel Zeit sie im Frühling 2020 mit Teams verbringen. Ja, das ist dann die Kommunikation mit Klassen, der letzte Punkt hier. Das wäre also mein Hinweis. Versucht nicht so schnell, schnell Teams aufzusetzen. Das ist nicht die Idee dieses sehr mächtigen Tools. Ich möchte keine Werbung für Teams machen. Ich möchte einfach mein Urteil ausdrücken, dass es ein sinnvolles, hilfreiches Tool für einen digitalen Klassenraum ist. Es ist auch für mich eine sehr intuitive und sehr ja, mächtige, leistungsstarke Art, auf eine Cloud zuzugreifen. Natürlich gibt es in puncto Datenschutz und Punkt offene Software Kritikpunkte, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen möchte. Das möchte ich einfach, wie gesagt, haben. Nicht alle werden sagen, Teams ist ein super Tool. Aber jemand, der sagt, Teams ist ein super Tool, ist Kurt Söser. Der kennt sich auch besser aus damit als ich. Und ich werde euch dann unten sein Video verlinken, wie er den Online-Unterricht mit Teams euch vorstellt. Und er hat auch eine ganze Reihe von Webinaren, die ihr besuchen könnt und weitere Fortbildungen, die er anbietet. Er ist wirklich einer, der jede Funktion kennt und euch auch zeigen kann, wie ihr die einsetzt. Und einen weiteren Hinweis möchte ich euch geben. Dani hat einen Leitfaden errichtet, wie man im Selbststudium lernen kann, wie Teams funktioniert. Auch den verlinke ich unten. Bitte schaut rein. Das sind gute Materialien, mit denen ihr weiterkommt und mit denen ihr auch selber euch in Teams zurechtfindet, wenn ihr das bisher noch nicht gemacht habt. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.